So, ihr Lieben, mir ist Folgendes aufgefallen. Ich habe gesehen, dass Mois gezeigt hat, wie er boxt. Er hat wohl ein Video gemacht mit dem Senator, mit Senat Gashi. Und ich möchte mir mit euch gemeinsam das einmal angucken. Ich möchte mir mit euch anhören und möchte einschätzen, okay, wie gut ist er wirklich. Schauen wir hier. Wir sehen jetzt mehrere Videos. Ich will da eigentlich noch nicht zu was sagen, sondern ich habe als erstes gehört, dass er gesprochen hat übers Boxen. Das heißt, hören wir uns jetzt an, was er sagt zum Boxen und bewerten das, weil ich denke, wenn jemand übers Boxen spricht, dann hört man schon, welche Vorerfahrung er hat. Und ich hatte das gehört, dass er bei Uppercut spricht etc. Und jetzt müssen wir gucken. Ich habe das im Kopf dann schon bewertet. Aber ich will mir jetzt wirklich mit euch anhören und möchte mal hören, okay, wenn er was sagt, ist da was Logisches zu? Und dieses Gespräch muss er dazu geführt haben, dass die beiden sich zusammengeschlossen haben, also Senat Gashi und Mois, und dass sie gesagt haben, hey, hier, ich helfe dir vielleicht beim Training etc. für Floyd Mayweather. Aber gucken wir mal. Okay, also guckt mal, erstmal rein körperlich sieht Mois ja fit aus, richtig? Also wenn ihr es seht, dann sagt ihr, Mensch, durchtrainierter Typ. Kann ich nicht sagen, es ist auf ganz süß, also guckt, allein wenn ich das sehe, ne, es ist so das Erste, was euch jemand sagt, wenn ihr in den Boxclub kommt. Das Erste, was euch jemand sagt, ist, dass ihr einen Uppercut aus dem ganzen Körper schlagt. Das ist das, was jeder Anfänger weiß. Das ist einfach so Basic-Wissen, wenn ihr zu irgendwem hingehen wollt, dann sagt ihr meistens zwei Sachen. Entweder, ey, du musst die Deckung halten. Das ist so das, was jede Mutter sagt, wenn sie sich einen Boxkampf anguckt. Oder, ey, du musst aus dem ganzen Körper schlagen. Ich sag euch, warum der Uppercut jetzt scheiße aussieht. Und zwar aus folgendem Grund, weil die Kraft, die kommt nicht durch den Schlag. Ihr könnt euch das vorstellen, das ist wie so ein Schubser, okay? Das, was ihr jetzt seht, wupp, das ist ein Schubser. Ihr wollt niemanden schubsen beim Boxen, sondern die Kraft kommt durch den Impuls, okay? Ihr wollt beim Schlag rein und raus. Okay, das raus, das ist das, was jemanden dann wirklich, was Schmerzen zufügt, ist das Zurückziehen. Es geht darum, das heißt, der Uppercut, das ist keinesfalls, also guckt euch mal gute Boxer an, ihr seht das, der Schlag, der geht hoch, überstrifft diesen Punkt und geht dann aber zurück. Dieses. Und ihr seht jetzt hier, wenn jemand überzieht, dann knockt ihr damit keinen aus, sondern wird dumpf. Dann ist es wie so ein Schubser. Wie so ein Dupp. Jemand drängt euch zurück. Dann wird es vielleicht körperlich, es kann immer noch wehtun. Aber diese ganzen Schläge, schaut euch mal an, wie Mike Tyson schlägt. Wir können das mal kurz anmachen. Vielleicht finden wir das. Bup. Okay, seht ihr? Also es geht immer dahin. Ihr geht dorthin, ihr guckt, ihr überlegt, hier wäre der Kopf. Und dann von hier aus, bup, rein und dann die Schläge. Das ist das Ziel, was ihr habt. Das heißt, was würde ich daher sagen? Ich sehe an der Bewegung, dass Mois vermutlich zwei, drei Monate im Boxclub war. Genug, dass ihm irgendein Trainer sagt, ey, du musst den Körper eindrehen. Zu wenig, um wirklich zu verstehen, wie man einen Schlag bringt. Hier ist er hoch. Aber das ist so genau. Das ist jetzt eher so was ihr macht. Versteht ihr, wenn ihr einen guten Trizeps habt, nicht kämpfen könnt, dann so, ja, und dann schlagt ihr so und Bizeps angespannt. Ja, also, ihr seht das auch, Senat weiß nicht richtig, was er sagen soll, ne? Weil man will ja irgendwie doch mit den ganzen YouTubern Kontakt haben, aber denen nicht sagen, dass sie nicht boxen können. Axt, Bruder. Das kommt so. Ja, und... Also jetzt sieht so aus, als wäre rechts also links seine starke Hand oder ist das gespiegelt. Aber egal was, mit links könntet ihr das machen, wenn jetzt seine Beinstellung, ich sehe an seinen Beinen nicht, welche seine starke Hand ist. Also im Grunde genommen steht er jetzt frontal, kann man machen, würde ich bei einem guten Boxer jetzt selten sehen, speziell wenn er dann so harte Schläge zeigen möchte. Das hier ist absolut verkrampft, ist eine Sache, die machen wir im Boxen nicht, aber das erstmal dazu. Ich will das jetzt nicht zu technisch schlecht reden, sondern gucken wir mal, ob wir mehr sagen können, auch gleich bei der Bewegung. Man kann so den und dann bleibt er so in der Bewegung drin. Ja, okay. Ja, okay. Hey, also nochmal, ne? Der Uppercut, den ich nicht sage, ist... Na, das ist nichts, was ihr machen könnt. Also guckt, ihr müsst eine Sache verstehen, was er jetzt zeigt. Und das ist ja, im Grunde genommen, ist das gar nicht schlecht. Dass ihr mit einer Geraden reinkommt und dass ihr dann mit der Rechten euch bewegt. Aber es sind zwei unterschiedliche Schläge. Das eine ist Langdistanz, das andere ist Halbdistanz. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, gerade bei dem Schlag, das ist irgendwas, womit ihr euch bewegen müsst. Wenn wir als erstes, und nochmal, ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt sieht es so aus, als ob rechts seine starke Hand ist und als ob ein normaler Ausleger wäre. Da hat er es vorher schlecht gemacht. Aber wenn ihr euch so bewegt, dann ist es rechts reinzugehen unklug, beziehungsweise ihr habt einfach eine lange Distanz, die ihr brücken müsst,
Und um dann einen Schlag in der Halbdistanz zu schlagen, das ist unpassend dafür. Ich will bei diesen Sachen nicht zu kritisch sein, aber wenn Mois sich jetzt hinstellt und vor TikTok-Leuten erklärt, wie man kämpft. Gucken wir uns kurz die Kommentare an. Erklärt er einem Boxer gerade, wie man Uppercut schlägt. Senat Gashi hat sein Lachen unterdrückt. Mois einfach wie Aporett. Er ist jetzt schon müde, Bre, der braucht Ausdauer. Wie wenn ich in Mathe nichts verstehe und meinen Kollegen versuche, das zu erklären. Das trifft es ziemlich gut. Stevan 39. Ist halt so, der bleibt in der Bewegung drin. Gehst, rausgehst, zurückgehst, wieder aufgehst, so aufgehen, macht Spaß, oder? Also ist auch nicht mein, guck mal, ich mag diesen Sprachgebrauch nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute sagen, auf süß und auf den und dann mache ich so. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was da gesagt wird. Das sind für mich so Satzfüller, die keinen ganzen Satz ergeben. Manchmal kann ich Leuten das verzeihen, wenn die unglaublich kompetent sind in einem Gebiet und dann einfach in jedem anderen Gebiet versagen. Okay, aber wenn man das macht, weil das so ein sozialer Umgang ist, wenn man zeigen möchte, wie lässig man ist, finde ich unpassend. So, und dann, okay, dann redest du auch noch über ein Gebiet, von dem du gar keine Ahnung hast, augenscheinlich auch schwierig. Und mit dieser ganzen Ballerarbeit rein, also ich liebe Uppercut. So. Und wenn man dann offline geht, nach einer Uppercut ist immer angenehm. Du kannst so auf deine Faust aufschließen und so vergessen. Das habe ich selten gesehen, dass man das kann. Garantiert nicht mit so einem Uppercut. Ja, okay. Und jetzt schauen wir uns die genaue Boxtechnik an. Okay, passt auf. Also für jeden von euch, jetzt hier bei diesem Geraden, während wir jetzt anfangen, guckt hier. Hier kommt jetzt der Schlag. Stellt euch einen Schlag vor, wie ein Stoß, wie ein Kugelstoßen, okay? Das heißt, ihr wollt jetzt euer Gewicht herkriegen. Euer Arm hat null Kraft, okay? Ihr müsst irgendwie den Körper reinkriegen. Das heißt, wie macht ihr das? Indem ihr euch aus dem Fuß abstoßt. Das ist das Ziel, das ihr habt. Jetzt achtet, ohne dass ich irgendwas zu dem Schlag sage, ohne dass ich sage, okay, er hat gut angefangen, ohne dass ich da was sage. Okay? Achtet hier auf den Schlag, so. Das ist jetzt hier der Zeitpunkt, wo der Schlag antrifft. Ihr habt wenig da Deckung mit dem Fuß. Ihr seid viel zu breit, eure Hüfte ist draußen. Das heißt, ihr nutzt euren ganzen Körper nicht. Das ist das, was ihr aber machen müsstet. Ich trainiere jetzt mal. So, gehen wir mal zurück. Pass auf, jetzt. Ich gehe mit euch jede Kombination durch und sage dazu was. Guckt mal, jetzt seht ihr hier drei Hände geschlagen, aus dem Oberkörper gesprungen. Das ist das, was ich möglichst gar nicht absprechen möchte, eine gewisse Athletik. Würdet ihr im Kampf nicht schlagen, wollt ihr im Training, wenn ihr jetzt nicht konditionell trainiert, eigentlich auch nicht machen. Weil es ist nichts, was ihr groß braucht. Sondern das, was ihr machen wollt, ist ja eigentlich, dass ihr eine Kombination schlagt, die dann irgendwie im Kampf nutzbar ist. Jetzt, keine Ahnung, links, links, rechts, dass ihr irgendwie arbeitet, links, links, rechts, raus. Dass ihr irgendwie versucht, irgendwas, was ihr wirklich bringen könnt. Ihr versucht jetzt gerade an solchen Sandsäcken und je nachdem, alle Sandsäcke sind anders. An manchen trainiert ihr Kraft etc. Dann versucht ihr Einzelschläge zu bringen. In wenigen Fällen wollt ihr zum Körper schlagen, ohne mit irgendwas abzuschließen. Der Grund, warum ich das sage, ist nicht, um das jetzt erstmal schlecht zu reden, sondern basierend darauf, wie jemand trainiert, seht ihr, wie viel Verständnis er vom Game hat. Wenn ihr jetzt an Sandsack trainiert, das Ziel, was ihr habt, wenn ihr wirklich gut seid, dann nutzt ihr den Sandsack nicht einfach so, weil ihr gegen den Sandsack schlagt, sondern ihr versteht, okay, Moment, ich habe jetzt hier ein Trainingsgerät, das einen Gegner mimikt. Das quasi ist wie ein Gegner. Der Sandsack kommt auf mich zu, das ist wie ein Gegner, der kommt auf mich zu. Ich gehe raus, der Sandsack bewegt sich weg, ich gehe hinterher und arbeite hinterher. Das ist das, wie ihr einen Sandsack im besten Falle nutzt. Auf gar keinen Fall, wenn ein Sandsack da ist, schlagt ihr wie wild drauf ein, ohne irgendeine Ansicht. Beziehungsweise könnt ihr schon machen, aber dann versteht jeder, der euch kämpfen sieht, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt von dem, was ihr macht. Dann könntet ihr eventuell arbeiten, dass ihr versucht, locker zu arbeiten. Und deswegen auch hier jetzt im Anzug auf locker, weil das wird gesagt, kann ja sein, aber ihr seht trotzdem basierend auf den Kombinationen. Und ich rede hier nur für reines Boxen. Aber er wird gegen Floyd Mayweather kämpfen, gegen fucking einen, wenn nicht den besten Kämpfer überhaupt. Und da hat mir jedes Mal jemand reingeschrieben, Moment, warte, Muhammad Ali, bla bla bla. Ja, okay. Aber, okay, sagen wir aus der Neuzeit, dann sprechen wir hier von dem besten Boxer, den wir in der Neuzeit hatten. Ja, also ihr seht das alles, ne? Das sind wie Backpfeifen, aber keine Schläge. So, guckt hier, kein Gleichgewicht. Und jetzt, ich will jetzt nicht so Hass haten, also die Frage ist, auf welchem Level reden wir? Für den Anfänger, hammer athletisch, hammer, dass du zum Training gehst. Mega, feier ich. Für Floyd Mayweather wird das irgendwas, außer dass
Floyd Mayweather jetzt dich in der ersten, und wir reden hier von den ersten 20 Sekunden. Und selbst wenn du fucking 4 Jahre trainierst und noch 3-mal so gut wirst, dann sind es immer noch die ersten fucking 20 Sekunden, in denen Floyd Mayweather dich mit fucking 55, wenn er möchte, ausmacht. Und das meine ich gar nicht böse. Gucken wir jetzt mal, was die Kommentare sagen. Bin jetzt schon gehypt. Ich weiß ja nicht. Die ganze Prominenz in Zwebrige mit Anzug. Da war seine Musik sogar besser. Ja, Manuelsen hat auch so heute Videos gedreht, am Ende lag er da. Ja, Manuelsen, noch ein kleiner Unterschied, Manuelsen kann boxen. Also, ob ihr das jetzt seht oder nicht, Manuelsen hatte Lampenfieber. Und ich habe ja mehr Videos dazu gemacht, guckt euch die an. Aber ein Manuelsen hat 20 Kickboxkämpfe, ob man das gesehen hat oder nicht. Manuelsen hatte die Grundtechnik. Bei Manuelsen, das ist eine Sache, wo man eigentlich sagen muss, schade. Hätte man das vielleicht besser machen können. Das war am Ende für ihn eigentlich beschämend, wie wenig er zeigen konnte. Hier ist Moyes jetzt aber ohne Druck. Der muss nichts beweisen, der Sandsack schlägt nicht zurück. Wie sagt Mr. Miyagi das immer? Aber ich hoffe, ihr versteht. Hier geht es darum, hier seht ihr jetzt jemanden, der einfach zeigen kann, was er am besten kann. Und der schlägt 3 Körperhaken. Und die nicht mal so, dass sie aus dem Körper kommen. Und erstmal, also habe ich es aber richtig gesehen, weil es sieht so aus, als wäre links seine starke Hand. Er ist deswegen, ne, also er ist Rechtsausleger, aber rechts vorne. Und links ist seine starke Hand. Er schlägt keine linken Geraden. Und wenn er sie schlägt, dann ist sie nicht gerade, sondern sie ist geschwungen. Also ich sage euch jetzt, wenn ich wetten sollte, auch so. Also es gab ja irgendwie das Gerücht, dass Manuelsen gesagt hat, hier komm, ich kämpfe gegen dich. Also ich würde einmal, und das ist jetzt ehrlich, ich würde sofort 10.000 Euro auf den Tisch legen, dass Manuelsen mit einer Hand Moyes weghaut. Mit einer Hand. Das ist jetzt gefährlich, aber anders sehe ich das hier nicht. Also, und das Ding ist, ihr müsst euch ja doch eine Sache vorstellen, das im Box, das Besondere ist Distanzgefühl. Anders als Kickboxen, das ist anders als in jeder anderen Sportart, das, was wir haben müssen, ist, okay, wie arbeiten wir variabel? Das heißt, wie können wir gucken, wie können wir uns bewegen und gleichzeitig Distanz überbrücken, sodass wir da sind, um den Gegner zu schlagen und nicht geschlagen zu werden. Und das ist hier der Punkt, der bei Moyes fehlt. Er hat keine gute Bewegung, dass er reingeht, arbeitet, sondern er mixt das Ganze so, wie er erzählt hat. Er schlägt hier die linke gerade und dann den rechten Uppercut. Das sind unterschiedliche Distanzen, die er vermischt. Und das mag vielleicht jetzt für Anfänger, wenn ich mir das lese, dann sagen die, oh, der Sandsack klatscht. Aber für jeden von euch, der mal gehört hat, wie sich eine Pratze anhört etc., klatschen sagt überhaupt nichts aus. Das hier, das sind Backpfeifen, die verteilt werden. Das ist nichts, was jemanden ausnocken kann, der einigermaßen boxen kann. Damit sage ich nicht, dass es nicht vielleicht irgendwie irgendwo besser machen könnte. Vielleicht könnte er. Aber im Moment sieht es hier nicht danach aus.